Hallo Ali, ich bin's wieder, alte Knacker aus dem Rasting, steht hinter den Kuchen im Wienerwald. Ich habe gerade meine Frau verärgert. Gut zugegeben, es war nicht sehr schwierig und es war definitiv nicht geplant, aber sie ist halt jetzt verärgert. So bin ich, ja, ist auch leicht. Ja, egal. Ich bin am Weg in den blauen Markt, um dort sinnlos Geld auszugeben. Das ist ein gutes Konzept. Und gestern hatte ich einen wirklich netten Tag, der wieder mal allen widerspricht, was so über mich behauptet wird. Na, macht ja nichts. Ist ja schön. Ich weiß nicht so recht, wie ich sagen soll. Ich bin heute das erste Mal seit langem wieder etwas früher aufgestanden. Es ist nicht einfach gewesen. Es ist sogar sehr schwierig gewesen. Entsprechend ist auch die Laune. Das Wetter war gestern faszinierend. Ich bin da ja nach Tulln, also Richtung Tulln gefahren, und das war kurz nach diesem kurzzeitigen Starkregen, der auch bei mir in der Einfahrt wieder meine Steine reduziert hat. Und ist ernsthaft beim Kreisverkehr da bei Blankenberg ein Hangrutsch gewesen und so ein richtiger Schwall Wasser auf der LB9. Habe ich gleich gefilmt für heute in der Lenkbach. Apropos heute in der Lenkbach! Da ist ein Video online gegangen, vorgestern. Würde ich dir sehr empfehlen, dass du dir das ansiehst. Das ist nämlich sehr rosa. Rosa und violett, so gehört das. Ich war gestern noch in der Spielhalle bei mir und musste zu meinen Entsetzen feststellen, dass meine Netzwerkleitungen nicht funktionieren. Das waren so die ersten Netzwerkleitungen, die ich gebaut habe, oder gebaut, gezogen und aufgelegt habe. Und damals hatte ich ja keine Ahnung davon, so wie das immer ist, wenn man was zum ersten Mal macht. Da habe ich nicht mit dem richtigen Werkzeug gearbeitet. Und heute, also gestern habe ich festgestellt, dass eine dürfte schon länger nicht funktioniert haben. Da war nämlich sogar so ein Strich durchgestrichen am Zettel. Offensichtlich habe ich nur vergessen, dass die nicht funktioniert. Also eine ist mal definitiv kaputt. Also das sind von den 4 Adernbahnen funktioniert genau eines. Ist ein schlechter Wert. Wenn zwei funktionieren täten, kriegt man wenigstens eine Half-Duplex-Geschichte häufig zum Laufen. Aber egal. Ist halt nicht so. Und die Frage, die sich da jetzt stellt, sind wirklich die Leitungen beschädigt? Denn dass sich zwei Leitungen beim Verschalen beschädige, scheint mir doch etwas übertrieben von 15. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich bin schon unfähig, aber so unfähig weiß ich nicht, ob ich bin. Das wird man auch erforschen müssen. Es ist natürlich auch eine gewisse Überlegung da, ob nicht durch das fehlerhafte Werkzeug damals vielleicht das Patchpaneling ist. Also die Dose habe ich schon mal ausgeschlossen, denn auf der Dose ist nur eine Seite belegt und ich habe getauscht. Wonach ich davon ausgehe, dass es nicht die Dose ist, ja? Aber Patchpanel-seitig, das ist auch an die Wand geschraubt und ganz blöd, also da kann man weder sitzen noch stehen. Man sieht nicht hin, weil es so knapp an der Decke ist. Also echt problematisch. Weiß ich noch nicht, wie ich damit tue. Ja! So ist es. Das ist mein aktueller Stand. Für Donnerstag hat sich eine Gruppe angekündigt, die essen möchte. Was natürlich in gewisser Weise herausfordernd ist, weil das Wetter so wie Givage angesagt ist. Und wenn jetzt Starkregen ist, ist das Essen in der Gartenlaube, sagen wir mal, suboptimal. Suboptimal ist es dann. Ja, nicht ganz schlimm, aber auch nicht wirklich gut. Suboptimal. Ja, das sind so die
die Erkenntnisse, die ich bis jetzt habe, so gurkel ich dahin und freue mich, dass ich da bin. Schauen wir mal, ob mir irgendwas Produktives heute noch zu erzählen einfällt. Schauen wir mal. €500 später. Ja, was soll ich sagen? Viele tolle Dinge gekauft. Zu viele Dinge gekauft. Ja, zu viele Dinge gekauft. Und sonstige Sachen. Wieder die ganz nette Dame da bei der Kasse. Zufällig, da gibt es eine, die ist so ultra mega hyper nett. Es gibt viele nette, es gibt ein paar ungute und eine ultra mega hyper nette. Und die war heute da. Und jetzt bin ich aber selber so in der Stimmung, dass mich das nicht mal rausreißen hat können. Also ich bin nur immer grantig. Es wird Zeit, was zu ändern. Aber meine Frau ist noch nicht bereit. Also ich habe meine Frau konfrontiert mit dem Thema der Veränderung und des Zeitplans. Sie ist noch nicht bereit. Na, vielleicht ändert sie sich noch. Sie ist ja noch jung. Nicht ganz so jung wie ich, aber doch. Ja, Wetter, ja, könnte wieder nach Regen ausschauen, gell? Interessant, dass wir gerade so eine Regenzeit haben. Mein gut, eigentlich die perfekte Zeit, ne? Also für die Erdbeeren, aber hallo, die machen jetzt Sachen, die Erdbeeren. Brauchst dann nichts denken. So ist das. Und da freue ich mich. Ja, so mache ich das. Und gucke durch die Gegend. Das ist eine Kochwoche. Heute hat zwar die Frau gemeint, sie kocht. Ich weiß nicht, ob ich das will und ob das gut ist. Werden wir dann erforschen. Und ich habe überlegt, ob ich nicht am Donnerstag doppelt koche. Ich habe nämlich Tomaten gekauft. Das würde nach einer Paradeissauce schreien. Wäre eine super Sache, Paradeis. Das haben wir eh schon lange nicht gehabt, schon wieder. Und ist ja auch super toll und überhaupt lecker. Wenn man die mit einem Reis macht, und wäre das toll. Das wär super, wäre das. Ja, das ist überlegen, vielleicht machen wir das gar am Sonntag als Tagesgericht. Könnte ich mir vorstellen. Denk noch drüber nach. Sehr spannend. Ja, da freue ich mich schon. Kopf ist gerade leer. Vielleicht melde ich mich, wie viel gerade war gestern irgendwas? Habe ich erwähnt, dass ich gestern in Wien war? Wien war gestern spannend. Ich war einen Dartautomaten kaufen. Und das Spannende ist, ich bin noch nicht so sicher, ob ich den als Firma gekauft habe oder als privat. Ich tendiere fast dazu, als privat zu kaufen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Sammlung ja eigentlich privat ist, nur vom Unternehmen betrieben wird. Und wenn die Sammlung nicht im Eigentum der Firma ist, gibt es dann bei Firmenschließen keine Probleme diesbezüglich. Wisst ihr, was ich meine? Also da braucht man nichts Rückkauf oder nicht so viel Rückkauf. Ja, und deshalb ist vielleicht so ganz wenig Gerede gerade. Ja, wenn man weniger rückkaufen muss. Und wenn ich jetzt Dinge habe, die ich von Privatpersonen kaufe, ist es ja strategisch ungeschickt, das in die Firma zu nehmen, weil ich ja die Umsatzsteuer nicht zukriege. Wenn ich jetzt was Neues kaufen würde, macht es Sinn, dass man sagt, man macht das als Firma. Naja, aber das Interessante dran ist, dass das Ding, das ich gekauft habe, dieser Dartautomat, von Privatpersonen war, die in einer Schule wohnen. Ganz witzig, in Wien in einer Schule wohnen die. Ganz lustig irgendwie. Eine total schöne Gegend. Sie haben aber gemeint, also viel Grün, relativ kleine Häuser. Ich meine, das ist irgendwie so eine Insel, gell?
aber ins Negative. Also rundherum irgendwie die hohen Häuser und das sind vielleicht 400 Meter keine hohen Häuser und da sitzt die Schule drinnen mit diesen kleineren Häusern. Sehr interessant und sehr hübsch, kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Also, und auch nette Leute, da haben wir das eben geholt. Ja, so war das. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich nicht noch mehr von diesen Dart-Automaten kaufe. Weil irgendwie, Verzeihung, irgendwie habe ich ja gerne so komplette Sammlungen. Und da würden sich die schon anbieten. Die sind relativ, wenn man sie nicht bespielbar macht, sind sie ja relativ wenig Platz einnehmen. Die sind relativ wenig Standfläche und dafür hoch. Das ist optimal. Die kannst du an die Wand stellen und davor dann die Flipper noch. Ja, das sind so die Überlegungen. Sorry, wenn ich so drauf bin wie heute, dann kommt nichts Gescheites raus beim Vlog. Aber das macht ja nichts, denn ihr schaut das ja eh nicht an, was ich so mitbekommen habe. Und damit passt das schon wieder. Damit ist es schon wieder eine Win-Win-Situation. Ne? Ja, so machen wir es. Chili-Genuss beim Makler. Warum nicht? Alles ist möglich. Ich dachte, jetzt melde mich nochmal, denn mir geht es wieder besser. Ich habe nämlich eine, in Worten eine, von 15 Netzwerkleitungen zum Laufen gebracht. Wie sich herausgestellt hat, liegt es an den Dosen. Großteils. Also eine Leitung ist tot. Und ich belohne mich gerade. Ja, vor dem Essen, ich weiß. Also, da geht es mir jetzt ein bisschen besser. Meine Frau ist platt, aber nicht, weil ich draufgesprungen bin oder so, sondern einfach so. Und da ist gerade ein experimenteller Pizzateig für die Flipperfinger. Und eigentlich habe ich mich jetzt an euch gewandt, weil ich mir Schokolade gekauft habe. Und da kostet sie dafür schon 5 Euro. Sollte man sich überlegen, ob es einen Wert ist. Ne? Wir haben 7 Euro für einen Flipperfinger im Kinderkram. Da brauche ich nicht um 5 Euro Schokolade kaufen, oder? Naja! Weil keiner gefragt hat, warum macht man das mit dem Wetter? Na folgendes. Wenn wir Wettervorhersage nehmen, kriegt ihr ja erstens einmal nicht mit, was ich gerade auf YouTube schaue. Zweitens ist es jeden Tag anders und interessant und ihr werdet es dann bald sehen, warum es interessant ist. Ich habe nämlich da einen ganz glorreichen Geistesblitz gehabt, was wir da machen. Und drittens ermöglicht es mir, dass ich im Zweifelsfall auch vormittags den Vlog schneide. Du kannst ruhig weiterarbeiten. Und ihr dann schon um 18 Uhr den Vlog habt. Das ist der Plan. Ihr habt das jetzt um 18 Uhr. Ein bisschen früher, für alle, die früh ins Bett gehen. Und ich habe damit weniger Stress. Das ist die glorreiche Idee. Ja, so machen wir das jetzt. Und deshalb machen wir jetzt die Wettervorhersage. Sollen wir da einen Schnitt machen? Machen wir einen Schnitt. Wir sehen heute das Wetter von Berlin. Also das ist konkret nicht das Wetter, das ist eine Webcam, die offensichtlich auch feucht ist. Schaut, was die da hinten für eine Tafel haben. Interessant. Das ist Berlin, Mitte, Rotes Rathaus. So, und jetzt schauen wir uns das Wetter an. Wie wird das Wetter? Mittags 12 bis 18 Uhr 19 Grad, 16 Grad, 90% Luftfeuchtigkeit, das ist ähnlich wie bei uns, 9 km/h Wind, gefühlte 20 Grad, nein, 59% Luftfeuchtigkeit, 90%, keine Ahnung was. Und Hektopascal haben sie auch, was auch immer das bedeutet. Abends wird es dann leicht bewölkt und in der Nacht wird die klar, na fein, mit nur 15 Grad. Morgen wird es dann wieder bedeckt sein in Berlin. Also falls ihr darüber fahrt, seid ihr schon am Laufen. Das ist doch eine glorreiche Idee in diesem Sinne. Bis später, bis dann, bis morgen auf den Niederbrunnen.